In Mathildas Kopf tobt ein Gewitter. Die 10-Jährige kann Reize von außen kaum filtern. Sie hat das seltene MYT1L-Syndrom, wie die 7-Jährige Clara. Hallo! Und der 5-Jährige Jonte. Das Programm im MYT1L-Gen sagt, die Nervenzellen noch in der embryonalen Zeit, also noch vor der Geburt, wo sie hinwandern sollen, wie sie sich ausreifen sollen. Und dieses MYT1L spielt dabei eine ganz wichtige regulatorische Rolle. Defekte in MYT1L führen zu Verhaltens- und Entwicklungsstörungen. Die Kinder laufen oder sprechen später oder gar nicht. Die Familien erleben, dass ihre munteren und freundlichen Kinder auf Reizüberflutung unberechenbar und wütend reagieren. Das Gewitter im Kopf entlädt sich. Ein ganz normaler Spaziergang durch die Stadt, wo andere Leute kommen, wo viele Eindrücke sind, ne? Wo man vielleicht auch mal angesprochen wird, wie das ist für die Mathilda, bringt sie schon völlig aus dem Gleichgewicht. Durch die Überreizung und die Übermüdung kommt es dann meistens am Nachmittag zu einfach gewissen Wutanfällen und Verweigerung von allem eigentlich. Clara ist ein sehr willensstarkes und fröhliches Kind, allerdings kann sie die Reize, die auf sie einströmen, nicht filtern und es kommt täglich mehrmals zu Reizüberflutungen, zu dem Gewitter im Gehirn. Die Rolle von MYT1L erforschen Moritz Mahl vom Hector-Institut für translationale Hirnforschung, kurz HIT-BR, und sein Team am DKFZ. Dazu schalten sie das Wächterprotein im Mausmodell und in im Labor hergestellten Nervenzellen aus. Zur Überraschung der Forscher ist gesteigerte Nervenzellaktivität die Folge. Es sind eigentlich zwei Prozesse, die gestört sind. Die Entwicklung der Zellen zu einer Nervenzelle einerseits, aber andererseits auch die Aktivität der Gehirnzelle, wenn sie einmal entstanden ist. Und das ist genau der Ansatzpunkt, an dem wir versuchen, unsere Forschung vom Labor in die Klinik zu bekommen. Ein bei Epilepsie zugelassenes Medikament konnte bei Mäusen die funktionellen Defekte und Verhaltensauffälligkeiten lindern. Auf eine klinische Studie damit setzen die Eltern der kleinen MYT1L-Patienten jetzt große Hoffnungen. Für mich wäre wirklich wünschenswert, dass sie einfach durch das Runterfahren des Gewitters selber am Leben teilnehmen kann. So eine Diagnose hat uns in dem Sinne auf jeden Fall geholfen, selbst als Beruhigung für uns, dass wir jetzt wissen, okay, was ist die Ursache. Wir hegen nach wie vor die Hoffnung, dass vielleicht Clara doch irgendwann mal dann ein selbstständiges Leben führen kann. Und dafür ist die Forschung und diese Patientenstudie einfach so wahnsinnig wichtig für uns. Ein Alltag ohne Gewitter im Gehirn. Für die betroffenen Kinder und ihre Familien wäre das wie ein neues Leben.